Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 3. Schaut euch an, meine netten neuen Ghule. Wir haben die Macht der Nekromantie gemeistert. Die tajanische Nekromantie. Ach, herrlich, nicht wahr? Außerdem haben wir sehr mächtige Sachen hier im Zaubererkeller gefunden. Und jetzt gehen wir einfach mal hier raus. Und werden wahrscheinlich von einem... ich könnte mal rasten, kurz raus. Werden wahrscheinlich... gefangen genommen. Oh. Oder nicht? Weißt du, lange ist das dann wohl mit der Erkenntnis und sehr gerne, Mann. Der Geheimmeister muss sich kurz. Wompte. Ich hoffe, die verhalten sich. Da ist ein Schlüssel. Den haben wir jetzt nicht mehr gebraucht. Eine andere Perspektive. In den Raum, dass die Weiten auf jeden Fall sind. Blablabla fahren. Das Nachtlied, ja. Schade. Sind wir da doch hier fertig, oder wie? To be here. You're about to be ejected. Es tut mir so leid, ich habe nur die Latrine gesucht. Must be on my way. Moment. Sind die Ghule dran schuld oder? Das Trigger gerade. Moment. Ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig. Ich zweifle, dass es so richtig läuft. Wobei, vielleicht kann es sein, da ich da rauskomme, dass ich jetzt gegen alle kämpfen muss. Gibt es vielleicht auch einen Weg generell zurück? Also über einen anderen Weg? I don't have permission, da zu sein. Aber vielleicht kann ich mich ja raussneaken. Oder wurden sie böse wegen den Ghulen, die ich dabei habe? Andererseits waren da unten nicht auch Ghule rumgestanden. Also ich weiß jetzt nicht, warum. Oder war jetzt das einfach der Effekt von meinem Rausreden? I hate to rest while our enemies still draw. Viele, viele Possibilities. Ich lese mal die ganzen Sachen, weil manchmal kann es ja sein, dass bei irgendwelchen Dialogen oder so dann die Informationen genutzt werden von den Charakteren. Auge in einer Flasche. Wir nehmen einfach mal den Schlüssel. Oh, ich habe die Bücherei noch gar nicht angeschaut. Ja, da komme ich niemals raus ohne. Außer unsichtbar. Moment, kann ich hier schlafen? Hier dürfte ich wieder rasten, nicht wahr? Noch besser, hier dürfte ich teleportieren. Dementsprechend, ich habe viele Möglichkeiten, mich rauszucheaten. Unten haben sie. Your terrible tidings have cost me everything. This all. Lol. Das wusste ich nicht. Wenn jemand dazwischen steht, die wurde angegriffen. Büchertrug.
Ich muss sowieso neu laden, weil mir gefällt es nicht, dass alle auf einmal böse sind. Ich habe da noch nicht gekauft. Ich versuche jetzt mal lange zu rasten. Schnellreise derzeit nicht möglich. Tja, wenn ich da durchgehe, sind auf einmal alle böse. Aber warum sind alle böse? Ne, jetzt sind auf einmal... Hä? Jetzt sind nicht mehr alle böse. Welcome back, dear patron. Remember, let your knowledge... Ich würde eigentlich schon gerne in die anderen Räume auch mal reinschauen. Warum ist da noch ein Raum, den ich noch gar nicht erkundet habe? Da wird aber hingeschaut durch die belebte Rüstung. I'm sorry, but you have been banned from these premises due to habitual violence. Geht mir das mal aus dem Weg, weil ich auch nur Neigung entwickle, euch zu ermorden. I am not alive and cannot be killed. Unlike your unfortunate... I'm sorry, but you have been banned from these premises. Thank you for your... Gale of Waterdeep, as I live and breathe. El Minister, schon wieder. As do you, I'm glad to see. Tell me, what curiosities did you discover within the walls of this esteemed emporium? The truth, El Minister. How Karsus's crown could yet be reforged or destroyed, as the case may be. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mistra asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. If it was up to her, I'd be a... pile of ash along with the rest of the Shadow Cursed Lands by now. Can't imagine what she has to say to me. Sorry, perhaps? She does not make such a gesture lightly. The hourglass measuring our time for such alternatives has but a few grains remaining. If you will not hear it from me, hear it from your goddess. What truths she has to offer are for your ears alone, Gale of Waterdeep. Godspeed. Okay, Gale, was ist hier alles? Warum kann ich mit Gale nicht reden? Halt, ich bin Gale. Let's get going. So all it took to get Mistress' attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Ja, ziemlich simpel, nicht wahr? Was, er hat die Bombe entschärft? Davon habe ich gar nichts bekommen. Was will sie wohl sagen? Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is. If it's important enough to send Elminster, you can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Ja, okay, dann wird's Zeit, dorthin zu gehen. After you. Wo ist das? I see it, sweetie. Oh, stand up. Time to press ahead. Wir können doch sicher eine Lösung finden. Schon verstanden. Eigentlich will ich das so nicht. Und ich weiß nicht, liegt es an den Ghoulen? Es ist schlecht, dass die jetzt bösartig zu mir sind. Warum auch immer. Wo ist denn dieser Ort, wo ich hin soll? Wie kommen wir dorthin? Sturmküsten-Tabernakel.
Ah, lol, das ist ein Ort. Moment. Ah, das war diese Kirche, wo man mit den Göttern reden kann, die ich auch ausgeplündert habe. Aber jetzt Moment. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wieso werde ich verbannt? Was ist der Grund? Was passiert, wenn ich einfach reinfliege? Ich hätte mich vorher mit Magie eindecken sollen. Es gefällt mir nicht, dass ich den Laden nicht nutzen darf. Der Magierladen ist das, was ich unbedingt haben wollte. Ich muss da immer noch eine Lösung finden. Tut mir leid. Aber jetzt müssen wir ein bisschen mit dem Spielstand rumspielen. Ich bin nicht zufrieden. Ich finde das nicht gerechtfertigt, weil wenn ich da rauskomme, das merkt ja keiner. Beziehungsweise das Spiel erklärt mir nicht, was los ist, was das Problem ist. Dann eben, kann ich, in dem Gebiet sieht es so aus, als könnte ich den Teleporter nutzen. Dann teleportiere ich mich raus. Dann mache ich nicht die Tür auf. Vielleicht sind es auch die Ghule, die schuld sind. Kann ich die Ghule irgendwie loswerden? Ich kann die Ghule gar nicht mehr loswerden. Was passiert, wenn ich mich da raus teleportiere? Es geht auf jeden Fall. Elminister ist nicht da. Dadurch habe ich vielleicht andere Probleme. Dadurch ist Elminister. Ich will bloß dafür sorgen, dass das Spiel nicht denkt, dass ich böse war. Und wenn, dann würde ich schon doch gerne kämpfen. Also wenn, dann möchte ich, dass es gerechtfertigt ist. Ich habe ja nichts gekämpft. An dem Zaubererlabor letztes Mal war ja nichts zu kämpfen. Ich habe nur alles geklaut. Die Ghoulis sind so cool. Die hätte ich so viel früher gern gehabt. Und wie es aussieht, muss ich die nicht mal steuern. Das ist so gut. Aber dadurch triggert er jetzt nicht Elminister. Hier triggert auch nichts. Welcome back to Sorcerer's Sundries. How can I help you? Steuern. You are not Mr. Marvin Hud, the collections officer assigned to this establishment. Herr mit dem Geld täuschen. Ihr kennt ihn doch gar nicht. Wir sind es wirklich. Ja. Forgive this error in my analysis. Hello, Mr. Marvin Hud. Please find your payment in full. Until next we meet. Is there anything else I can help you with? Your hunting. You're sure to find what you're looking for. Ja, wie viel Geld hat er mir denn gegeben? War schon einiges, oder? Also ich habe 22.000. Ne, wir haben insgesamt 22.000. Schade. Ich dachte, ich habe 22.000. Da gibt es schon ein paar Spells, die ich gerne habe. Die Feuerbälle habe ich schon gekauft, oder? Feuerbälle war ja Insta-Pick. Kältekegel? Wie viel kostet 640? Kostet sowas. 3.000. Boah. Das nenne ich Goldsink. Aber erstmal versinken. Lassen wir doch mal Gold versinken. Was ist das? Blutsprengstoff, den behalten wir mal. So, dann machen wir schönes Geld aus dem, was wir von hier haben. Prinzipiell Dolos Mark Amarus, hört sich cool an. Das ist der Tode, der Mörderdolch, oder? Grausamer Stachel, ja. Draw geführt wird,
ist eigentlich eine gute Waffe für dich. War vorher deine Waffe, glaube ich. Kann man mittlerweile verkaufen. Plus 2. Ist eine coole Waffe. Wobei, war schon nicht schlecht. Das Dimensionstür ist nicht schlecht. Das sind... Ah ja, Baldomans Riesentüte. Jetzt irgendein Kämpfer, der mit 2 Handwaffen kämpft. Ich brauche ein Team, wo nur 2 Handwaffenkämpfer drin sind. Es gibt so coole 2 Handwaffenkämpfer. Waffen. Ich habe da bestimmt auch Schrott, den ich loswerden kann, oder? Habe ich den schon rübergetan? Schlaf, wichtig, wichtig. Gibt's hier nicht. Ja, jede Menge Krimskrams halt. Den kein Mensch braucht. Und den ich nicht nutze. Rauchpulverpfeil, geil. Davon hätte ich gerne auch mehr. Deutlich mehr. Oh, davon. Ja. Allein Pfeil. Man braucht keinen Zauberer. So wie viel Magie in Form von Pfeilen möglich ist. Cool. Und Pfeile kann theoretisch jeder nutzen. Oh, den behalte ich auch mal lieber. Oh, die Bücher hier. Sollen wir die verkaufen? Nee. Wobei, das verfluchte Buch. Was war das da? Schwierig. Nee. Einkaufen. Und danach, wenn ich rausgeschmissen werde, ist es halt dann so. Ich glaube, ich habe zumindest ihn gesehen, also den da, den Original, habe ich als Boss gesehen, als Bossgegner. Also unter irgendeinen Umständen wäre er anscheinend ein Gegner gewesen. Wir werden es nicht herausfinden, weil ich habe keinen Gegner. So, einen Kältekegel nehme ich, also die Angriffsbells nehme ich gerne. Todeskreis. Um eine Kreation in seiner Nähe zu vernichten. Todeswolke nehmen wir ein paar Mal. Telekinese habe ich genug. Bindung an die Ebene. Auch das unwiderstehliche Tanz habe ich auch genug. Die gutes Frostsphäre habe ich. Person beherrschen. Sonnenstrahlen, Eiswand. Kärtenblitz. Böser Blick. Auflösung. Ich habe Geld. Danach habe ich kein Geld mehr, wenn ich mir das kaufe. In bröcklige Asche verwandelt. Geschicklichkeitsrettungswurf. Zwei. Zwei gönne ich mir. Wie? Ja, sehr viel Geld. Hatte die dort hinten nicht auch Geld? Nicht Geld. Item. Zauber. How can I help you? Scrolls, Parchments, Codices, Tomes. Jawohl, was hast du noch? Was ich noch brauchen könnte. Den Todeskreis nehmen wir noch. Ja, komm, eine Eiswand nehmen wir noch. Ah, das ist noch ein Feuerball. Und du hast... Ernsthaft? Lol. Warum ist das hier... im Vergleich... Oh shit, war ich bei dem so schlecht in der Gunst? Hier ist er voll... Moment. Ich hab noch das ganze Geld. Zur späteren Verwendung aufbeheben. War komisch.
Ich dachte, ich habe bei dem voll viel Geld ausgegeben. Die Preise waren doch auch extrem hoch, oder? Welcome back to So. You're sure to find what you're looking for. Das ist jetzt nicht mehr so teuer. Ach, es kostet insgesamt. Die komplette Anzahl kostet so viel. Ja, dann nehme ich alles. Hallo? Ah, so. Dann muss ich mich nicht zurückhalten. Dann shoppen wir hier richtig Spells. Die können wir raushauen, wenn wir Bock haben. Elementar beschwören. Wir hauen dann ein ganzes... Wir nehmen uns dann ein ganzes Portfolio an verschiedenen Möglichkeiten. Ja, Steinwand, na, wobei haben wir genug. Ja, und jetzt haben wir noch langsam kein Geld mehr. Ja, aber die Eiswand nehme ich noch mit. Den Rest, da finden wir ja auch noch jede Menge mit der Zeit. Irgendwann. Hast kann man mal gebrauchen, so als optionale Sache. Auch wenn ich es wahrscheinlich nie nutzen werde, die Missionstür ist kurz hin. Fluch brechen, falls mal einer von meinen Verbündeten es nicht schaffen kann. Deswegen, boah. Ich glaube, damit haben wir gut uns mit Zaubern eingedeckt. Na, das deckt schon wieder nicht. Ja, ich habe hier viel Geld gelassen, muss ich zugeben. Sortieren nach Typ. Und dann... Ja, jetzt... Oh, jetzt ist es gestackt. Komischerweise. Das freut mich. Ich frage mich, ob die Bücher nach dem Schlafen weiterhin verflucht sind. So. Einziger Haken ist... Jetzt haben wir keinen Trigger von Elminister. Er hat getriggert, als ich hier rausgekommen bin, aber... Oh. Hier passiert auch nichts. Minister, jetzt fehlt mir dein Quest-Trigger für Gale. Wir können mal rausgehen und rasten. Vielleicht kommt ja dann Minister. Weil normalerweise hat das Spiel eigentlich so Ersatz-Trigger, oder? Genau. Habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht? Ist das ein Part, in dem ich alles kaputt gemacht habe? So, wir rasten mal lang. Beutel. Ah, ja, tatsächlich. Da ist er jetzt. Oh, der ist jetzt hier. Elminster. Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm... Just enjoying a lungful of Volterian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. indulge my curiosity. What wonders did you discover there? Oh, jetzt haben wir sogar Optionen. Weiß ganz genau. Und wir wissen ja auch was, worauf es hinausläuft, wenn er es weiß. Der schickt uns dann zu Mistra. Aber erst was anderes. Ihr wirkt nicht sonderlich überrascht, Gale gesund und munter zu sehen. I trusted he would be sensible enough to exercise caution in this matter and to seek the truth. By now, you are aware of the evil we are up against. Carsus's pestilent crown, the very tool with which its eponymous creator unmade an empire and magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mistra asked of you was extreme, it was not without merit.
nor demand it lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Nee, ich gebe doch keine Informationen for free frei. Ja. Glaubt ihr wirklich, Mistra ist bereit, Gale anzuhören? I see remaining optimistic is my duty. Especially when I'm not the one being asked to do the seemingly impossible. Trust in yourself. Trust in the weave. If you are willing, trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Mit einer neuen Krone auf uns drauf allerdings. Mit einer neuen Krone auf uns drauf. Gale. What's on your mind? Warum hat er solches Vertrauen in euch? I've often asked myself the same question. Never really found a satisfactory answer. Bist du vielleicht sein Sohn? He clearly sees something in me that I can't. The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? All the stupidity required to attempt it. I take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. And cheese, apparently. Bereut ihr es, die Kugel nicht eingesetzt zu haben, als ihr die Chance dazu hattet? I regret many things in my life. Choosing to be here, intact and unexploded, is not one of them. For now, to have a few more days in your company, no. I wouldn't change a thing. Dann machen wir doch als nächstes eine Quest, hätte ich gesagt. Dann gehen wir doch zum Mistra. Falls nicht in der Nacht noch irgendwas passiert. Die Kugel, ihr spielt mit Kratzer, nicht wahr? Kugel und Kratzer, ihr vertragt euch. Und Jenna, das sind Kugel. Neue Companions. Diesmal war alles nicht so bösartig. Also, Gale ist nicht sauer auf all. Gale ist eher neutral. Kratzer hat was gefunden. So muss es sein. Elminister war. Er war auf jeden Fall interessant, dass es da unterschiedliche Sachen. Nee, für eine Angel wird's nicht gestreichelt. Also, wir müssen ja nicht. Der Buff ist immer noch da. Ja, nach dem. Geil. Ich bin jetzt sogar noch gebufft. Also ich kann Ghule beschwören und bin mit 20 Lebenspunkten gebufft. Wie mega ist. Warum sollte man das zerstören? Was hat das für Vorteile? Die Vorteile sind so viel zu stark. Tja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Achso, da, nee. Gale. So all it took to get mixed, obvious. Ach, jetzt bewässert. Ja, hat die Bombe in euch entschärft, das was ihr. Not scared, not yet. But she's shaken. If she feels the need to intervene directly. This is a conversation that's long overdue on both sides. Ja, es wird Zeit. Vielleicht wird seine Questreihe. Na, seine Questreihe. Ich könnte mir vorstellen, die wird erst beendet, wenn man dann die Krone hat. Aber wir machen seine Questreihe als nächstes. Also, beim nächsten Mal treffen wir dann die Göttin Mistra vielleicht und schauen, was da zu erwarten ist. Und ob Gale ihr die Stirn bieten kann und sagen kann: Hey, die Krone gehört mir. Ich werde der mächtigste Magier der Welt. Natürlich zu Diensten des mächtigsten Druiden, Totenbeschwörer, was auch immer ich jetzt bin, der Welt. Ach ja, Illithide noch. Gedankenschinder. Also ich bin alles in allem. Sehr gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.